Utopia und Babylon, sozusagen die Gegensätze. Und an denen habe ich mich entlang gehangelt und will versuchen heute Abend, Sie auf diesem Schlingerkurs zwischen Utopia und Babylon mitzunehmen auf diese Reise. Es gab eine historische Phase, wo die europäische Stadt erfunden, Anführungszeichen, wurde, also Stichwort für die Experten im Kreise Lorenzetti und die italienische Renaissance, wo dann sozusagen die Stadt als ein Entwurf gemacht wurde für Gesellschaft. Die ganzen utopischen Entwürfe, die wir kennen von Stadtentwicklung, sind eigentlich Entwürfe, die wiederum eine neue Ordnung schaffen, wie wir uns vorstellen, dass das Leben sein soll. Das war einmal in der Zeit, von der ich gerade spreche, Stichwort 14, 15, 16. Jahrhundert, ein großer Fortschritt, weil, anders als heute, Natur, Mensch und Gesellschaft definitiv als bedrohlich gegolten haben, nicht als beherrschbar. Weil in solchen Verhältnissen Stadt eher Schutzraum war, die Stadtmauer, etwa Schutz gegen Unordnung und Angriff. Giacomo Botero hat einmal formuliert, Städte sind eigentlich nichts anderes wie Orte, wo Menschen ihre Vorstellung vom guten Leben verwirklichen. Die Ambivalenz utopischer Entwürfe ist, dass ich für Menschen plane, wie ihr gutes Leben sein soll, weil ich ja weiß, wie das gute Leben ist. Das Dilemma ist, keiner von uns weiß, wie das gute Leben wirklich ist. Das gute Leben ist der Akt einer Anstrengung, ist der Akt ein zivilisatorischer Akt des Gestaltens der Vielfalt. Spätestens um 2000 ist die Wende so passiert, dass die Mehrzahl der Menschen definitiv in Großstädten wohnt und nicht mehr auf dem flachen Land. Das ist keine Wertefrage, das ist eine erstmal nüchterne, empirische Frage. Und der Zug in diese Städte nimmt dramatisch zu. Schauen wir ein bisschen global und nicht nur europäisch, dann ist die Entwicklung dieser utopischen Städte inzwischen längst so, dass sie Mexico City, Lagos oder Tokio nicht mehr als normale Städte bezeichnen können. Es sind Metropolregionen. Also mit anderen Worten, Städte sind eigentlich inzwischen nicht mehr nur nette Ansiedlungen, wo Menschen gut wohnen wollen, sind sie die Lokomotiven von Ländern geworden, von Menschen, von Erwartungen, von Hoffnungen. Und Menschen ziehen in diese Städte, insbesondere in den Entwicklungsländern, weil in Städten die einzige Hoffnung vielleicht auf Arbeit besteht, auf ein bestimmtes Leben besteht, auf Vielfalt besteht. Das heißt, auf der einen Seite steckt im urbanen Entwurf dieses Leben des freien Entfaltens gleichzeitig die Ambivalenz der Sorge, ein großer Moloch, ein Babylon, das da absagt. Das heißt, Babylon steht als Sinnbild für eine Agglomeration, die uns so fremd geworden ist, dass wir entweder nur fasziniert davor stehen können oder dass wir bei Babylon die geronnene Angst haben. Babylon selber oder hebräisch das Babel hat eigentlich nichts anderes bedeutet, wie einer der ersten Versuche der Menschen im persischen Raum, eine Stadt zu bauen, die ihre Ordnung durch Türme, durch hohe, stabile, erwartbare Strukturen auch des guten Lebens hat, aber dadurch, dass in diesem persischen Raum damals die erste interkulturelle Zusammenballung wirklich stattgefunden hat, auch die erste Begegnung im Babylon von Fremdheit, stammt eigentlich der ganze Mythos von Babylon bis heute von den damaligen Priestern, die gewarnt haben vor dem Turmbau zu Babylon. Wie aktuell das ist, wissen Sie genau, weil zur Urbanität heute auch in europäischen Städten die Interkulturalität gehört. Ich rede nicht von Minderheiten. Das ist kein Minderheitsthema mehr. Das ist nicht einmal mehr ein Integrationsthema der klassischen Art. Die Mehrzahl der Kinder in Berlin oder Frankfurt oder München haben Migrationshintergrund. Wobei das nicht klassisch eine Gruppe, eine Kultur, eine Nation ist, sondern eine Vielfalt unterschiedlicher Herkunft der Eltern. Das ist für Europa, ungewohnt für Amerika, etwas vertrauter. Das ändert aber nichts daran, dass wir darauf immer noch nicht vorbereitet sind. Das Paradoxe ist, alle glauben, das sei alles global, UNO, EU, national etc. oder individuell. Das Dilemma ist, oder die Chance, operativ erfolgreich kann das nur werden, wenn es auf der sinnlich erfahrbaren, kommunal überschaubaren Ebene erlebt wird, gestaltet wird. Das heißt, diese Ebene des Urbanen, des Lokalen wird plötzlich elementar wichtig. Eigentlich entstand die bürgerliche Freiheit aus dem urbanen Raum. Die bürgerliche Freiheit, also das Gefühl von
ich habe Rechte, ich habe Pflichten, ich kann mich entfalten, ich lebe in einer bestimmten Form, braucht den Unterschied der Vielfalt, braucht unterschiedliche Interessen. Das europäische Modell der Stadt ist an die Vielfalt geknüpft, auch wenn die ersten Renaissance-Entwürfe sehr monolithisch klar waren, weil man davon ausging, das Weltbild ist eben ein christlich-europäisches, das muss heute anders definiert werden. Der Aufbruch im nordafrikanischen Raum ist vor allem und zuerst eine demografische Frage und keine religiöse. Das heißt, das Durchschnittsalter aller Menschen in Libyen, Syrien und Ägypten, die zurzeit auf die Straße gehen, ist 21 Jahre. Das Durchschnittsalter der Menschen, die in Europa sitzen, ist 46 Jahre. Es gibt keinen Bruch in der Weltpolitik, der so groß ist wie der Mittelmeerraum. Jedes Flüchtlingsboot, das kommt, ist ein demografiegesteuertes Boot. Das sind nicht wirklich religiös-fundamentalistische, mythologische, fremdenfeindliche Aspekte. Das ist Demografie pur. Insofern erleben wir solche Grenzen und der urbane Raum ist einer, der, wie so vieles in der Gesellschaft, dieses zum Ausgleich bringen kann, wenn er denn wirklich die Vielfalt bejaht. Wenn die Vielfalt zwischen Alt und Jung bejaht und nicht zum Beispiel Sun City, Golden Ghetto, altersgerechte Siedlung baut. Oder super kindergerecht, familiengerecht, toll, smart, Carsharing-orientierte Jungfamilienburg. Sondern wenn der Spannungsbogen ausgehalten wird, einer wenigen gewaltfreien Chancen, Widersprüche der Gesellschaft, von Arm und Reich, von Jung und Alt, von Mann und Frau, von gesund und nicht gesund, von inländisch, ausländisch, bewältigbar zu machen, ist es im urbanen Raum zu erleben. Alles andere findet auf dem Papier, abstrakt, in Medien oder sonst wo statt. Es muss erlebbar, es muss gestaltbar sein. Wie gestaltet eigentlich eine Stadt diesen Dialogprozess ihrer Bürger? Ich meine auch nicht Methoden wie Planungszellen oder meine nicht jetzt unmittelbar einzelne Methoden der direkten Demokratie, ob 3% mehr Abstimmung oder wie auch immer. Die Agenda muss mit den Bürgern geplant werden. Die Fragestellung ist zentral mit den Bürgern, nicht die Antwort. Die Fragestellung, was wichtig ist und was ansteht, wie sie das planen wollen, am koproduktiven Modell von Gesellschaft arbeiten. Gesellschaft ist eine Gemeinschaftsproduktion der Bürger. Und ist nicht eine Dienstleistung für die Bürger. Die Teilhabe von Menschen in der Stadt ist nicht ein methodisches Mittel, um zum Ziel zu kommen. Sondern das ist die Stadt. Es ist die Stadt, die Menschen mitzunehmen. Das, was umbaut wird, ist die Hülle, die sich die Menschen dann geben. Die Menschen und ihre Prozesse gestalten die Städte. Und das ist dann egal, ob 4.000 oder 400.000 Einwohner. Sie gestalten es an ihren Symbolen. Das Feuerwehrhaus, das Gemeinschaftshaus, die Spielanlage. Die große Fähigkeit eines Stadtplaners besteht manchmal darin, zu sagen, ihr alle im Saal seid gerade sehr dafür, dass da gebaut wird, weil ihr braucht gerade Wohnungen. Aber ich vertrete die Meinung der Ungeborenen hier im Saal. Zur nachhaltigen Stadtentwicklung gehört der Mut, gegen den Mainstream was zu sagen. Gehört der Mut, Verantwortung zu übernehmen für eine nachhaltige Entwicklung. Wie moderiere ich diese Prozesse der Expertise, der Kompetenz, der Handlungsräume, der Budgetorientierungen, der Haushaltsrichtlinien, des Planungsrechts? Wie gestalte ich, wie knete ich an meinen Vorschriften so rum, dass Freiräume entstehen für experimentelles Verhalten von Bürgern? Und zweite Moderationsfunktion, wie gestalte ich es so, dass ich nicht nur die Leistungsträger mitnehme, die das Spiel mitmachen können, sondern auch die, die eben abgehängt und ohnmächtig und sich selbst entwertend sich als Minderheit von Gesellschaft empfinden oder als randständig empfinden und sagen, das kapiere ich nicht, das ist elitär, das ist doof, ich brauche eine Versorgung, das hat sich. Mein Anliegen heute Abend war, Sie zu ermutigen, keine Angst vor Babylon zu haben, weil das damals schon Herrschaftspriester waren, die Sorgen hatten vor Fremdheit, sondern Fremdheit als Chance zu erkennen, wenn sie moderiert wird. Wenn mutige Menschen in Stadtverwaltung und anderswo da sind, die Vielfalt bejahen und nutzen. Wir brauchen Stadtverwaltung, Stadtentwicklungsbüros, die sagen, baulich kriegen wir das hin, aber ihr müsst da drin so leben, wie das die Bauidee ist. Und dazu müssen wir das vorher denken, durchdenken, weiterdenken, ausprobieren. Wir brauchen Experimentierräume in den Kommunen. Und diese Experimentierräume müssen sozial gerecht ausdiskutiert werden, nicht aus moralischen Gründen allein, sondern weil die Stadt von der Vielfalt lebt. Ich rede von der Stadt, die auch die Schattenseiten beinhaltet.
die Schrecken und Chance in uns birgt. Utopia und Babylon sind nicht in der Stadt draußen, die sind in uns drin. Wenn wir es hinbekommen, dass wir diese unterschiedlichen Seiten in uns lebbar machen, durch Projekte, durch Gestaltung, durch Moderation, wenn wir der Verwaltung die Aufgabe geben, wir brauchen eine neutrale Verwaltung, aber sie soll nicht für uns planen, sondern sie soll unsere Interessen ausgleichen, zur Sache machen, transparent machen, dann haben wir eine utopische Stadt, die ist nicht wunderschön zum Anschauen, à la Siena, sie ist nur wunderschön zum drin leben. Vielen Dank.